Ja, gestern Abend sind wir dann in Hockenheim angekommen. Bei angenehm 38 Grad geht es heute Morgen mit etwas kühleren Temperaturen zum Glück los mit dem Emsgut. Das findet jetzt da hinten statt. Da sind wir gerade reingefahren und warten jetzt mal gespannt auf das Ergebnis davon. Jo moin Leute, heute ist sehr viel passiert. Mittags war der Businessplan, dann das Design und dann der Cost Report. Clemens steht jetzt neben mir und erzählt mir was über das Design. Ja, das Design lief ausgezeichnet und wir konnten die Judges von unserer Konstruktionsphase und ihrer Umsetzung überzeugen. Das klingt doch gut. Hier ist noch sehr viel zu tun, deswegen störe ich dich nicht weiter. Viel Spaß beim Weiterbasteln. Ich sitze hier nun mit Nadine. Sie hat heute mit Tessie den Businessplan gehalten. Wie lief es denn? Es lief sehr gut. Also wir haben ein neues Konzept dieses Jahr entwickelt und wir haben das jetzt zum ersten Mal präsentiert und dafür haben wir sehr gutes Feedback bekommen. Unsere Präsentation wurde sehr gelobt, unser Englisch auch. Und ich denke mal, wir werden damit einen ganz guten Platz gemacht haben. Aber die Ergebnisse werden wir erst am Freitag erfahren. Sehr gut, vielen Dank. In der Pit ist gerade viel los. Ich habe live gerade rausgerissen, damit er ein paar Sätze zum Cost Report sagen kann. Dann tauschen wir mal das Werkzeug. Ja, also der Cost Report. Im Cost Report stellen wir die Kosten des Autos auf und präsentieren die den Judges. Und ja, wir haben das entsprechend vorbereitet. Und deshalb war das Feedback von den Judges auch ziemlich gut. Das ist schön. Dann kannst du jetzt weitermachen. Hinter mir sind nun die letzten Vorbereitungen für die drei Scoots, E, M und Akku. Morgen früh wird sich zeigen, ob wir durchkommen und zu den dynamischen Disziplinen zugelassen werden.